Und ein herzliches Willkommen zurück. Wo bin ich da? Hey, bei Applectale oder so war das. Jetzt habe ich doch nicht mehr geguckt. Jetzt war ich zwar unterwegs, habe mit meiner Karte ein bisschen gespielt, aber da habe ich wohl wieder vergessen nachzuschauen, wie das Spiel heißt. Na und egal. Wir sind hier unten im Alchemistenlabor. Und wir sollten jetzt gerade ein paar Sachen so zusammensuchen. Schwef und Alko und den Jungen hier geben. Schauen wir mal. Hier, Lukas. Gut. Jetzt musst du sie vermischen. Langsam, es ist nicht gefährlich. Na gut. Du kannst jetzt Ignifer herstellen. Halte Tab-Lauter gedrückt, um das Auswahlmenü aufzurufen. Wähle mit der Maus das Ignifer und halte, um es herzustellen. Okay. So, es ist... Oh nein! Nein! Wir sitzen fest! Nein, das Ignifer, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Auf Hut wäre, um sie zu entzünden. Wow. Es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja, die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia, kannst du vorausgehen? Was sie hier durchdrehen. So, da haben wir alles. Achso, jetzt muss ich sie wieder hoch, ja? Okay. Ratten! Zurück! Das Ignifer! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen mir die Flammen nicht ins Gesicht. Du zuerst. Wo ist der andere Junge? Ah. So, da haben wir wohl wieder was Neues gelernt. Oh je. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns einen Weg. Ich gehe zuerst. Ja, gewiss. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein, Amicia! Die Waffen! Die Lichter sind aus. Nein! Meister! Lukas, warte! Destillierfeld! Wow. Wir müssen weg! Jetzt! Priester! Hey! Halt! Wir brauchen dich! Seh! Das Pferd! Wir müssen hier weg! Hugo! Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zum Fluss!
Errungenschaft freigeschaltet, der Lehrling. Kapitel 5, die Beute der Raben. Und es lädt. Es lädt das Grauen des Spiels. Es ist nur Sacrifice. Anderes gutes Spiel. Auf jeden Fall. Sehr schön. Oh, dem Seite. Arterien färben sich schwarz. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Makula regte sich. In Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Makula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein. Ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Folge dem Aquädukt. Ach, guck an, hier liegt jetzt direkt wieder was. Stoff. Okay, sonst wohl nichts. Hugo? Hugo! Ach, da hinten ist er. Okay. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja. Aber er sollte näher bei uns bleiben. Oder Pilze. Hops, hops, hops. Ah, guck an, da oben ist eine neue Blume. Komm ich da hoch? Hugo, wo willst du hin? Hugo! Oh, da habe ich was übersehen. Habe ich voll. Schade, Salpeter. Der Salpeter! Komme ich denn da hoch? Ich möchte hoch zu dieser Pflanze. Ah, hier. Oder auch nicht. Okay, da müssen wir wohl von irgendwo weiter hier vorne doch dahin kommen.
Figur interessiert mich gerade nicht. Herzlichst wenig. Warum kann ich da nicht hoch? Was soll der Mist? Na, da traf ich jetzt nicht. Eigenartig, okay. Dann wird es wohl nichts. Ich soll da wohl nicht hoch. Auf dem Baumstamm geht es auch nicht. Wieso ist es leer? Kann es aber nicht nutzen, okay. Tja, dann können wir wohl nicht zu der Pflanze. Ich weiß jetzt nicht warum, aber... Hey, Sigma, ich bin ein Ritter! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Der lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Spielverderberin! Los, weiter! Riechst du das? Bengeln. Und wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Demnach würde ich wohl mal sagen, waren hier schon Engländer. Bekanntlich Feinde von den Franzosen damals. Hier läuft aber auch wirklich alles schief. So, kommen wir hier zu der Pflanze. Oh, ich laufe nur ganz langsam. Nee, doch nicht. Ah! Aha! So kommen wir zu dieser komischen Pflanze. Oh! Sie sind so hübsch. Wie heißen die nochmal? Gladiolen! Ach ja, natürlich. Gefallen sie dir nicht? Ist kein gutes Zeichen. Hugo, das sind Blumen. Mhm. Hätten wir es lieber weglassen sollen. Gladiole, was machen die denn? Eine in Gärten und auf Feldern häufig anzutreffende Pflanze, von der einige Unterarten giftig sind. Trotzdem fand eine von ihnen in Gerichten und Heilmitteln Verwendung. Da die Form ihrer Blätter an ein römisches Schwert in Glades erinnert, stand sie im römischen Reich für Stärke und Heldenmut und war daher die Blume der Helden und Gladiatoren. Okay. War denn ihre Blüte denn die Form eines Gladius? Keine Ahnung. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein Blümchen auf dem Kopf. Das andere scheint mir ja wohl wieder rausgefallen zu sein. Das ist seltsam. Was ist das? Boah, das stinkt. Es kommt von der Blüte. Natürlich rennt der Kleine schneller und weiter als wir. Und die Musik verrät schon, dass irgendetwas gleich passiert. Videosequenz oder so. Amicia, Lukas, kommt schnell her! Ein Schlachtfeld. Oh mein Gott. Sind sie alle tot? Wir können nicht weiter.
Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Überquere das Schlachtfeld. Ganz toll. Ja, einen anderen Weg scheint es wohl nicht zu geben. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Engländer und also Briten und Franzosen. Ob wir ihn wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Da mal wieder Fackeln, das heißt, da passiert schon wieder gleich was. Wir laufen natürlich sonst wo überall rum. Ach, hier kann ich einfach so über die wieder drüber laufen. Da haben wir was. Okay, Salpeter. Wir sollten nicht hier sein. Oh, dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Ja, was man hier alles findet. Schon wieder Schwefel. Finden wir hier sonst noch was? Da hinten. Das Seil, das haben wir allerdings schon voll. Was haben die denn hier belagert? Oh, ich kann da nicht lang. Oh, Ratten. Das war ja schon irgendwie klar, dass die hier wieder irgendwo sind. Finden wir sonst noch irgendwas? Ich sehe an sich zumindest nichts aufleuchten. Es hat gespeichert, das ist schon mal gut. Falls was passiert, unerwartet. Ugh, das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es schon. Können ja nur die Ratten sein, die sich da drin tummeln. Aber das war ja klar. Schwefel und Alkohol die ganze Zeit. Okay. Lauf!
dir. Oh. Emesia ist gestorben. Hey, Neuschaffung Kontrollpunkt. Welch Wunder. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass das passiert. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Oh nein, die Ratten, bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Diesmal konnten wir es natürlich besser sehen. Das darf doch nicht wahr sein. Okay, da müssen wir uns dann also beeilen. Gut, da hauen wir es jetzt schon drauf. So. Los, lauf! Hey, du Junge, komm mal ein bisschen näher. So, wir haben... Oh. Aha, okay, ich hab's verstanden. Sind Leute. Das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich um zu überleben. Genau wie wir. Da muss man echt gut treffen können hier. Ah ja, okay, sehe ich schon. So kommen wir hier nicht durch. Wir brauchen Feuer. Amicia, da unten liegen Holzstöcke herum, aber die Ratten sind überall. Kannst du mir zur Hand gehen? Ja, gewiss. Drück wieder TE, um die Kurve zu drehen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Was heißt Q, dass er es nehmen soll? Okay. Ich kann aber auch nicht so hoch werfen. Kannst du bitte mit Hand anlegen? Gut. Okay. Oder kann ich werfen, während ich das hier festhalte? Erinnerst du dich an die Windmühle? Der Arm des Trebuchets sieht brennbar aus. Stimmt. Ich versuche ihn mit dem Ignifer in Brand zu setzen. Wenn ich das gut drücke, kennt der Junge darunter, oder? Kuh nehmen. Nee, er sollte es natürlich noch nicht nehmen. Vielleicht muss ich auch einfach nur weiter weg. Von hier aus geht's. Ich schaffe das nicht allein. Könntest du mir helfen? In Ordnung. Beeil dich, bevor das Feuer ausgeht. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich habe es geschafft. Gut, jetzt komm zurück.
kann er nicht drei Stücke nehmen oder zwei hier, oder wie bitte. Auch immer? Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Gut gemacht, ihr beiden. So, also wir müssen dann sehr wahrscheinlich zu dieser Fackel da laufen. In die Richtung wäre ein bisschen doof. Geht nun in die Richtung. Hey, was war das? Wer ist da? Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Können mit einem gezielten Schuss deine Schleuder gelöscht werden, was den Gegnern den Ratten ausliefert. Ah. Was ist das? Hey, was habe ich da? Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Und wie bekomme ich jetzt die Laterne? Gar nicht. Hat jetzt eigentlich gedacht, wir bekommen die Laterne. Und ich weiß leider nicht, wo wir lang sollen. Vielleicht wäre es hier oben Kletter besser. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. Hier oben haben wir eben eine Truhe. Schwer froh. Okay, wir müssen dann aber trotzdem hier runter. Aber jetzt haben wir immerhin da die Truhe gefunden. Das ist natürlich auch schon mal was. Wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde, ey. Wenn wir dem Wasser folgen, kommen wir vielleicht noch ganz woanders hin. Okay. Na gut, hätte das sein können. Gut, Ratten können schwimmen, ist klar. Das sah halt so aus, als würden die Ratten da nicht hinkommen. Ja, die Truhe leuchtet wieder. Wie viel von unserer Mischung haben wir denn jetzt noch? Vier. Oh, Alkohol war da auch drin. Siehst du, das haben wir vorhin übersehen. Nochmal Glück gehabt, dass wir jetzt nochmal hergekommen sind. Alles klar, also wir können dann nicht da an der Seite entlang, um zu gucken, was da hinten noch ist. Dann gehen wir mal hier zu der Fackel. Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Ja. In den Turm. Da ist Licht. Shit. Nimm mal einer an, wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Badge.
Oh. Eine Workbank. Oh, wir können nichts machen. Schade. Ah, deswegen konnten wir nichts machen wahrscheinlich, logischerweise. Aha. So, Bänder, Beutel, Inventar, Tasche. Ich glaube, das hier wäre besser, ja. Das sieht ihr dabei, vergrößert sie ihre Tasche für Material und versteckt sie dabei. Amelia braucht keine Werkstatt mehr, um ihre Ausrüstung aufzuwerten. Versteckt ihren Gürtel mit dicken Lederbändern, sodass sie genug Werkzeug bei sich tragen kann, um ihre Ausrüstung aufzuwerten, wo immer sie möchte. Fan-Duell auch nicht verkehrt, wer weiß. Wie oft hier dann nochmal so ein Werkbank kommt. Das sollte mir die Sache erleichtern. Cool. Da würde ich mal sagen, das war's für heute, denn wir sind schon längst komischerweise wieder bei 32,5 Minuten. Kommt mir gar nicht so vor. Ich danke euch fürs Einschalten bei meinem Spiel, Mittelalterspiel hier, A Plague Tale oder so. Ich hoffe, es gefällt euch soweit noch. Gebt mir einen Daumen hoch, falls es euch gefällt, und falls nicht, gebt mir auch einen Daumen hoch. Und ein Abo und dann sehen wir uns, wie gesagt, hoffentlich übermorgen wieder beim nächsten Teil oder auch bei anderen Let's Plays von mir heute, später, beziehungsweise morgen. Und hoffe, ihr habt euren Spaß bei mir. Das war von der Gameplays als Hobby mit A Plague Tale. Bis dann. Tschüss.